Es gibt innerhalb oder in Südniedersachsen und in Göttingen speziell ist ein Zentrum militanten Neonazismus. Die Gruppierungen sind sicherlich nicht identisch mit jedem Skin, weil es auch Leute gibt, die sind keine Skins, aber Faschisten. Diese Gruppierungen, insbesondere um die Freiheitliche Arbeiterpartei, FAP, haben sich in den vergangenen Monaten eigentlich darin gefallen, systematisch und willkürlich Straßenterror auszuüben. Die Tatsache ist, dass es einen Polizeieinsatz gegeben hat von über den Daumen 8 bis 10 Beamten gegen eine Gruppe von 25 Personen, die man quer durch die Stadt gejagt hat. Tatsache ist, dass unmittelbar vor diesem Polizeieinsatz aus einem Streifenwagen des zivilen Streifenkommandos der Funkspruch gefallen ist, man wolle diese Gruppe platt machen. Man ist dann auf diese Gruppe zugegangen mit Knüppeln in der Hand und hat versucht, einzelne Personen rauszugreifen. Man hat dabei allerdings versäumt, die Straße, eine der Hauptverkehrsstraßen Göttingens, so weit abzusperren, dass niemand bei der absehbaren Flucht bei diesen Zahlenverhältnissen auf diese Straße rennen konnte. Es war der einzige Fluchtweg. Und in diesem Zusammenhang dieses Polizeieinsatzes und sozusagen kausal durch diesen Polizeieinsatz verursacht, ist es zu dem tödlichen Zusammenprall zwischen diesem Fahrzeug und Cornelia Westmann gekommen. Ich bin Hart Borchers, bin 34 Jahre alt, seit 17 Jahren bei der Polizei und zurzeit arbeite ich in der Polizeieinsatzzentrale in Hamburg, dort wo die Bürgerinnen und Bürger über 110 anrufen. Du brachtest vorhin das Beispiel von der Conny in Göttingen, als nämlich dieser Funkspruch kam, sollen wir sie platt machen? Hinterher der Polizeiführer sagte, platt machen sei ein anderer Ausdruck innerhalb der Polizei für Personalienfeststellung. Das ist der größte Schwachsinn und die größte Lüge, die ich je gehört habe von der Polizei. Plattmachen bedeutet, und das weiß jede Polizistin, weiß jeder Polizist, da muss er sich nichts vormachen, bedeutet zusammenschlagen, bis er oder sie auf dem Boden liegt. Nichts anderes bedeutet es. Wieso sagt dann nicht ein Kollege endlich mal, nein, ich will es so nicht weiter haben. Ich will also nicht mit solchen Vorgesetzten leben.